Auf der internistischen Station kommt jetzt Anja Stein zur Untersuchung in die Sprechstunde von Assistenzärztin Anna Moschkowitz. Die 38-Jährige hat heftige Schmerzen beim Wasserlassen. Die Untersuchungsergebnisse werden ihr Leben und das ihrer Mutter völlig umkrempeln. Mama ist schon gut. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich weiß, ich hab so erstmal Probleme beim Wasserlassen. Wenn ich zur Toilette gehe, da kommt einfach nichts. Seit wann haben Sie das? Ich weiß es gar nicht, seit kurzer Zeit erst. Aber dann ist mir aber auch so schlecht und ich fühle mich so schlapp. Und das Schlimmste sind hier so Rückenschmerzen. Mhm. Mir ist nicht gut. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich das deuten soll. Ziehen die Schmerzen irgendwie in die Seite? Ja. Mhm. Rechts oder links? Beidseitig. Okay. Hey, haben Sie denn sonst irgendwas bemerkt? Haben Sie Blut im Urin oder so? Nein, gar nichts. Nichts. Mir ist aber auch irgendwie nicht gut. Ich habe mich auch übergeben vor ein paar Tagen. Das erste Mal oder haben Sie sich jetzt schon häufiger übergeben? Zweimal habe ich mich übergeben. Okay. Ich würde bei Ihnen gerne mal einen Ultraschall machen. Das kennen Sie bestimmt, oder? Das ist das Ultraschallgerät. Das tut nicht weh, ist nur ein bisschen kalt. Okay. Sie müssen sich dann bitte einmal auf den Rücken legen. Die Symptome der Patientin passen tatsächlich sehr gut zu der Diagnose Nierenstauung bzw. Harnabflussstörung. Gerade diese Übelkeit, die die Patientin angab und die ziehenden Schmerzen im Bauchbereich, das ist sehr tückisch, oft vom Rücken ausgehen und in die Seiten ausstrahlen, das passte alles sehr gut. Allerdings gab es für diese Beschwerden auch eine Ursache, die wir nachher noch herausfinden sollten. Wann war denn Ihre letzte Regelblutung? Warum? Einfach erstmal eine Frage. Vor 3 Wochen? Also, wir haben einen. Links sieht alles gut aus und auf der rechten Seite sehen Sie hier was. Muss es mal richtig für Sie drehen. Und zwar, das hier ist Ihr Nierenbecken. Ja. Ja, die Niere produziert der Urin. Und bei Ihnen ist sozusagen ein bisschen das Nierenbecken aufgestaut. Das ist ein bisschen eine Abflussstörung vom Urin. Okay. Dadurch kommen wahrscheinlich auch Ihre Schmerzen. Und Sie haben jetzt gesagt, Ihre letzte Regelblutung? Ja, vor 3 Wochen. Warum fragen Sie mich das denn immer? Weil wir nicht ausschließen können, dass Sie eventuell schwanger sind. Ist es das, was ich denke? Anja, ach, das ist ja nicht zu fassen. Ich könnte vor Freude weinen. Aber ich muss vorneweg sagen, es ist in der Phase ist es sehr schwierig überhaupt zu diagnostizieren mit dieser Art von Ultraschall. Und ich würde Sie... Jetzt mal ganz ehrlich, das kann ja nicht. Ich hatte ja meine Blutung. Das können auch mal Schmierblutungen oder eine Einnistungsblutung sein. Es kann im Rahmen der Frühschwangerschaft trotz allem zu Blutungen kommen. Zum Beispiel gibt es sogenannte Zwischenblutungen, Schmierblutungen oder auch einfach eine sogenannte Nidationsblutung. Bedeutet, wenn sich der Embryo in die Gebärmutter einnistet. Ich würde Sie auf jeden Fall gerne zu unserem Gynäkologen schicken. Oh, ich freue mich so. Das ist ja so schön. Also von mir herzlichen Glückwunsch. Gar nicht. Ach, also ja, super. Und Papa erst. Was meinst du, wenn der das war? Ach, bin ich glücklich. Ach, und aber wie gesagt, ich möchte Ihnen also nicht die Freude nehmen, aber man muss eben in der Zeit, habe ich gesagt, ein bisschen vorsichtig sein mit solchen Diagnosen. Deswegen, erstmal zur Gynäkologie, damit wir auf Nummer sicher gehen können. Die Mutter der Patientin schien mir irgendwie begeisterter zu sein als die Patientin selbst über die Diagnose Schwangerschaft. Das verwunderte mich schon. Klar, ich kenne das auch, wenn Angehörige sich sehr über eine Schwangerschaft freuen. Aber diese Art der Freude oder dieses Ausmaß war dann doch sehr stark ausgeprägt bei der Mutter. Mutter Silke freut sich auch deshalb so sehr über die Schwangerschaft, weil ihre Tochter ihr nun endlich ihren neuen Freund Paul vorstellen muss. Dies hatte die 38-Jährige bisher vermieden. Zunächst ist bei Gynäkologin Dr. Johanna Krämer aber Uta Bach dran. Die 41-Jährige hat ein Problem, das ihr sehr peinlich ist. Ist nicht schlimm, ich gehe vielleicht am besten. Ja, sagen Sie doch mal, was ist denn los? Ich will Ihnen Ihre Zeit nicht stehlen. Nein, bleiben Sie hier, sind Sie doch einmal schon hier. Sonst müssen Sie ja noch mal irgendwo... Ja, ich weiß, aber der hat halt Angst, ich habe eine Geschlechtskrankheit. Weil unten ist alles rot und das juckt total. Haben Sie Fieber? Nein, mir ist das total unangenehm. Und ich habe keine Geschlechtskrankheit, wenn von ihm, und der hat ja auch nichts. Ja. Es war der Frau Bach ganz offensichtlich sehr unangenehm, über ihr Problem zu sprechen. Aber ich meine, wir sind hier in der Gynäkologie. Wir erleben das täglich mehrfach und wissen einfach, damit umzugehen. Haben Sie denn Schmerzen?
Eigentlich gar nicht. Es ist halt nur dieser Juckreiz. Ja. Das wird natürlich auch nicht besser, ne, wenn man da halt immer kratzt. Ja, ich sehe da zwei kleine entzündliche Knötchen. Das scheint auch ein bisschen eitrig zu sein. Es kann sein, dass es von den Haarfollikeln ausgeht, also dass es eine Haarbalgentzündung ist. Ansteckend ist das meiner Meinung nach auch nicht, aber wir machen ja noch die ganzen Tests. Ne? Die Untersuchung zeigte dann eindeutig eine Entzündung, ausgehend von den Haarfollikeln, eine sogenannte Follikulitis. Da entzünden sich die Haarbälge in der Regel durch Eindringen von Bakterien, die auch oft durch Juckreiz bzw. dann Kratzen entstehen. Sie haben da irgendeine Methode angewandt, die Haare zu entfernen. Wie erklären Sie sich das? Was haben Sie da gemacht, muss ich fragen? Ich habe das das erste Mal in meinem Leben wirklich gewachst jetzt, weil ich hatte lange... habe ich das einfach gelassen, wie es so kommt. Ja, yeah. Und dann habe ich seit kurzem eine neue Beziehung. Und dann, mein Freund ist da auch sehr reinlich. Und dann wollte ich das alles mal richtig klar Schiff machen. Haben Sie das selber gemacht? Ja. Das ist eine Kunst. Wachsen und irgendwie hat das nicht funktioniert. Und dann habe ich das immer wieder und dachte mir, so, ich muss einfach rabiat mal drüber. Das klingt ja gruselig. Und, aber irgendwie war dann alles weg. Aber irgendwie, willst du wohl sagen, könnte es vielleicht sein, dass das irgendwie damit zusammenhängt. Wahrscheinlich war erstens die falsche Anwendung der Wachsbehandlung der Fall, dass die Haut darauf reagierte und empfindlich gegenüber dieser Substanz war. Zum anderen auch durch die falsche Anwendung und das vehemente Reißen an diesem Wachsstreifen. Dazu kam dann auch noch der Juckreiz, der eben zur Inokulation von Bakterien führte. Fazit, man sollte es vielleicht doch von einer Kosmetikerin machen lassen. Ja, Fachhändler auf jeden Fall. Ja. Okay, dann mache ich das nächstes Mal, danke. Ja. Tut mir leid, das ist ein bisschen Also jetzt brauchen Sie sich keine Gedanken zu machen. Wir schreiben Ihnen noch ein Rezept für eine antiseptische Salbe. Die können Sie da zweimal täglich auf. Dann juckt es auch nicht mehr so. Die können Sie zweimal täglich auftragen. Dann können Sie im Wartebereich noch mal einen Augenblick Platz nehmen, bis ich das Rezept für Sie fertig gemacht habe. Mithilfe der Salbe wird die Entzündung bei Uta schnell abheilen und der Juckreiz verschwinden. Jetzt kann bei Patientin Anja festgestellt werden, ob die 38-Jährige wirklich schwanger ist. Besonders ihre Mutter kann das Ergebnis kaum abwarten. Das darf ich gar nicht. Ich bin doch die Mutter. Ja, das spielt keine Rolle. Ich darf Ihnen aber allein nichts sagen. Also, wir warten jetzt, bis sie sich angezogen hat. Das kann ja nur ein paar Minuten dauern, so schnell. Ich muss es unbedingt wissen. Ja. Ja, Frau Stein wurde von der Schwester Steffi zu uns in die Gynäkologie gebracht, zur Abklärung einer Schwangerschaft. Dann haben wir sie vaginal untersucht, haben auch eine Endosonographie gemacht. Ja, und jetzt stand das Besprechen der Ergebnisse aus. Das, was mir die Kollegin von der inneren Abteilung schon gesagt hat, das habe ich jetzt hier auch noch mal bestätigt, schwarz auf weiß. Ich darf Ihnen dieses wunderschöne Foto zeigen. Es ist eine intakte Einlingsschwangerschaft. Das ist so 9 Wochen plus 3 Tage, also ungefähr 10. Woche. Das Kind bewegt sich, das Herz schlägt. Also da ist soweit alles in Ordnung. Wunderbar. Jetzt musst du Papa, müssen wir es Papa sagen und vor allen Dingen Paul. Ganz schnell, ganz schnell. Ja, immer mit der Ruhe. Sie kam ja jetzt erst mal zu uns, weil es ihr schlecht geht. Und das ist ja noch nicht aus der Welt. Oh. Wir brauchen die Befunde. Sie muss bei uns bleiben, bis sich das mit dem Nierenstau auch wieder erledigt hat. Denn das ist schon eine ernsthafte Situation. Kann denn da was passieren mit dem Kind? Da kann alles Mögliche passieren. Ja, nein, wenn, das darf auf keinen Fall sein. Ja, da eben, können Sie doch was machen. Machen wir auch. Ja, bitte. Hallo. Hallo. Herr Stein möchte seine Frau und Tochter abholen. Ja, dauert noch ein bisschen. Ja. Ruhig. Kann er reinkommen so lange? Ist das Ihr Mann? Ja, ja. Sicher. Hallo. Mensch, Mann, ich werde verrückt, aber du bist Opa. Komm doch mal mit. Drück mal deine Tochter. Ich freue mich doch so und du doch auch. Ja, es wird ja auch Zeit, ne? Na, hör mal. Ja. Wo
wo bleibt deine Freude? Ich freue mich ja auch. Ja, aber ich merke nichts. Oh doch, sicher das. Papa, ich muss das jetzt erst auch mal. Aber ich habe echt Schmerzen. Könnt ihr mir einen Gefallen tun? Mhm. Könnt ihr bitte, ja, könnt aber, ihr bitte gehen? Aber der Paul muss doch Bescheid wissen. Und den möchten wir doch auch endlich kennenlernen. Mama. Ja. Mama. Ja, ich hatte schon nicht mehr an den Paul gedacht. Ja, hör mal, den hat sie uns schon so lange vorenthalten. Ja. Und jetzt bei dem Baby, dann sind wir eine richtige, schöne, große Familie. Ja, ruf mal schnell an. Mama, ich möchte einfach nichts mehr hören von euren Kommentaren und gar nichts mehr. Ich möchte, dass ihr jetzt geht. Nein, ich möchte dich unterstützen. Mama, ja, der Tochter braucht schon ein bisschen Ruhe. Ja, wenn ihr jetzt nicht geht, gehe ich. Mann, aber das geht doch nicht. Lass mich doch einfach in Ruhe. Was stimmst du mit deinem Kommentar? Was war das? Haben Sie wie Scheiße. Ach, was ist das denn? Oh. Ach, du liebes Bisschen. Ah, Frau Stein. Ja, zu den ganzen Schmerzen kommt das auch. Ja, setzen Sie sich einfach mal hin. Und dann kannst du denn Wir machen das mal kurz. Hier ist dem Baby nichts passiert. Dr. Johanna Krämer und Schwester Birgit helfen Anjas Eltern dabei zu verstehen, dass ihre Tochter jetzt Ruhe braucht. Am folgenden Morgen ist das Paar allerdings wieder da. Die sehr besorgte Art von Silke und Manfred hat die Patientin zu etwas gebracht, worauf sie selbst nicht stolz ist. Hallo, wie geht's Ihnen? Hallo, es geht mir besser, danke. Super, hallo, Moschkowitz, ich bin Ärztin auf der Inneren, wir kennen uns schon. Ich habe Ihnen auch gute Nachrichten mitgebracht. Und zwar haben wir Ihnen Blut abgenommen und da zeigen sich keine Hinweise auf eine Infektion. Die Urinuntersuchung, die wir noch gemacht haben, war auch ohne pathologischen Befund. Also da sieht auch alles gut aus und Nierensteine haben Sie auch keine. Das klingt doch schon mal super. Sehr, sehr gut. Schön, ne? Ja. Sehr schön. Jetzt kannst du dich doch richtig freuen. Für uns war es sehr wichtig, noch einige Abklärungen vorzunehmen. So haben wir der Patientin zum Beispiel Blut abgenommen, um einen Infektfokus ausschließen zu können. Zudem haben wir eine Urinuntersuchung gemacht. Damit konnten wir Nierensteine oder auch einen Harnwegsinfekt ausschließen. Und somit war das alles sehr positiv für die Patientin. Jetzt, wenn alles in Ordnung ist, das ist doch sowas von schön. Und sag mal, hast du Paul denn schon benachrichtigt? Mama! Oder war er hier? Ja, ich möchte doch nur wissen, Kind, das ist doch jetzt so wichtig. Und Frau Stein, ist doch alles in Ordnung. Lassen Sie Ihre Tochter erstmal ankommen und erstmal mit dem Gedanken klarkommen. Machen Sie nicht den Fehler wie gestern. Nein, möchte ich ja auch nicht. Aber jetzt wir ist es doch an gerne der Zeit. Kennenlernen. Ja, und wenn... Mein Gott, jetzt hört ihr bitte beide mal auf. Oder sollen wir mit Mama, ihm sprechen? Bitte. Wir können das doch machen, wenn du das nicht machen möchtest. Mama, bist du bitte für 3 Sekunden mal still, damit ich dir was erklären kann? Ja, bitte. Ihr beide werdet den Paul niemals kennenlernen. Soll ich euch sagen, warum? Nein, warum denn? Weil es den gar nicht gibt. Das ist doch wohl nicht wahr. Aber Anja, was soll das denn? Ja, also jetzt bin ich aber fertig. Warum denn nicht? Was ist denn los? Mama, weil ihr mich verrückt gemacht habt. Die ganze Zeit. Du hast keinen Freund. Deine Uhr läuft ab. Du musst ein Kind bekommen. Wir wollen ein Enkelkind. Ihr habt mich so... Mama, lass mich aussprechen. Ihr habt mich so genervt, dass ich den Paul einfach erfunden habe. Aber irgendeiner muss ja der Vater sein. Das ist ja nicht vom Himmel gekommen. Er heißt Oliver. Oh. Ja, ach, oh, das war aber eine einmalige Sache, Mama. Das war nichts Wichtiges, das war was, was keine Bedeutung hatte in meinem Leben. Und außerdem bin ich dem sowieso wurscht egal. Aber warum denn? Hast du den nie wieder gehört oder gesehen? Ich hab dem geschrieben. Der hat überhaupt keine Reaktion gezeigt. Und ich bin ganz allein, ich will auch überhaupt gar nichts. Nein, nicht aufregen, nicht aufregen. Sollen wir mal mit ihm sprechen dann? Nachdem die 38-Jährige mit dem Vater des Babys eine Nacht verbracht hatte, war der Kontakt eingeschlafen. Dennoch entschließt sich die werdende Mutter, Oliver über ihre Schwangerschaft zu informieren. Und seine Reaktion darauf soll die Immobilienmaklerin sprachlos machen. Ja, kommen Sie rein, ist gerade lustig hier. Hi. Was machst du denn hier? Was mach ich? Ja, ich musste die Nachricht erst mal sacken lassen, die du mir geschickt hast. Und... Ach. Ja, was will ich sagen? Du hast mich ja ganz schön überfahren damit. War eine ganz schöne Überraschung und ich wollte einfach nur sagen, komm mal her. Wir schaffen das schon, okay? Ich bin auf jeden Fall für euch da und ja, ist alles nicht so gelaufen. Irgendwie ist der Kontakt ja auch so abgebröckelt, hingefallen. Und, ich freue mich gerade so. Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Echt. Komm mal her. Oh Mann. Aber das ist ja super.
Wenn Sie dazu stehen, gehören Sie auch bald zur Familie. Ja. Ja? Ja. Mama, so. Mama, jetzt fängst du schon wieder an. Geh bitte kurz. Das ist doch schön. Wir sind Ihnen ja auch dankbar. Wir freuen uns. Glauben Sie mir, ich habe mein Bestes gegeben. Anja wurde am darauffolgenden Tag entlassen und die Schwangerschaft verläuft ohne Probleme. Ihre Eltern lassen der Immobilienmaklerin jetzt mehr Freiraum und Oliver kümmert sich fürsorglich um die 38-Jährige. Die werdenden Eltern verstehen sich sehr gut und bauen langsam eine Beziehung auf.